Lenas Kunstwerke, das sind die sehr minimalistisch gehaltenen, mit den schönen, starken Farben und den geometrischen Formen. Und ich möchte dich fragen, wie bereichert Kunst dein Leben? Also, es ist auf jeden Fall schon immer ein sehr großer Teil meines Lebens, würde ich schon sagen, meines Seins. Und mir hilft Kunst halt ganz oft, da ich dazu neige, sehr verkopft zu sein und sehr rational, so das Leben einfach auch mal übers Gefühl zu erfassen. Mhm. Genau, das ist das, was es mir bedeutet. Nur mal ein anderer Zugang, eine Perspektive auf einer Ebene, die jetzt nicht klar zu fassen oder zu beschreiben ist. Dankeschön. Und gibt es ein Kunstwerk, von dem du sagst, dass es dein Leben wirklich verändert oder bereichert hat? Gut, es kann eins von dir sein, was du erschaffen hast, oder vielleicht ein anderes, wo du sagst, das bewegt mich, das finde ich toll, egal ob es jetzt bei dir hängt oder ob du es irgendwann aus Versehen hast. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die mich inspiriert haben oder auch motiviert haben und durchs Leben geführt haben. Aber mir ist, als ich angefangen habe, in der Form zu malen, ist mir etwas später die Hilma af Klint begegnet. Und jemand hat mich mal darauf angesprochen, dass die Bilder oft auch an sie erinnern. Und dann habe ich mich mit ihr beschäftigt und seitdem ist es für mich so eine ganz wichtige Kunst auch für mich geworden. Ja. Du hast sie aber nicht gekannt? Ich habe sie wirklich nicht gekannt. Okay. Ich habe mich etwas geschämt, als man mich darauf angesprochen hat, aber danach war ich sehr froh, dass ich das einfach gefunden habe. Das sind ja auch Parallelen in ihrer Motivation. Genau, auch so die Herangehensweise, auch manchmal wie die Ideen kommen oder das Motiv kommt. Weil einige Sachen entstehen zufällig bei mir, manche entstehen dann wirklich, dass ich davon geträumt habe, von dem Motiv oder irgendwie eine Farbkombination finde, wo ich sage, da weiß ich sofort, wie die Form dazu aussieht. Und das muss ich jetzt hinsetzen. Also sehr intuitiv. Und das ist super spannend. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine Frage an euch alle drei. Eine von euch hat vorhin gesagt, dass es ja Bilder gibt, die will man gar nicht verkaufen, die muss man behalten. Was mehr wäre es, ich könnte mir vorstellen, dass es euch alles, ich glaube, es geht allen. Ja, oder? Und da würde mich interessieren, was unterscheidet diese Bilder von allen anderen? Warum sind die so viel wertvoller? Die Skepsis. Wenn mir das mal mit einem Bild passiert, das hängt auch noch bei mir. Da hatte ich beim Firnis ist mir ein Malheur passiert und ich wollte es nicht rausgeben, ne, und habe es mir dann eigentlich vor Wut an die Wand gehangen für mich selber. Und inzwischen habe ich das Gefühl, es ist wie ein Mitbewohner. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, das wegzugeben. Und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht gut, wenn du was malst, was dir gut gefällt, das gleich wegzupacken. Würdest du das jetzt irgendwo hinhängen, wäre die ganze Wohnung dann vielleicht voll mit guten Freunden, die ich nicht mehr weggeben möchte. Das stimmt, aber bei dem war es ist ganz prägnant und ich würde nicht sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass das Bild schon mit der Wand eine Einheit eingegangen ist und ich das gar nicht mehr abnehmen könnte. Das ist ganz schwer zu erklären. Vor allem, wenn man es dann abnimmt und es fehlt was, ist es dann nicht zu ersetzen. Ne? Ja.